Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed 9 Most Wanted. Im Original sozusagen. Schon wieder Wochen her bei mir. Ganz schlimm. Blacklist. Wo waren wir denn da stehen geblieben? Ich muss mich da erstmal wieder reinfinden. Also die Meilensteine hatten wir ja alle, genau. Und Rennen fehlte, glaube ich, noch eins, ne? Ja, genau. Es war ein Easy und das machen wir jetzt auch mal schnell. Minimal. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Fahndungsstufe auch ziemlich weit unten. Easy, sehr schön. It's a big thing, yo. What kind of stuff is he drawing? Is that really New York? Come on, punk.
Ja, ich hatte hier Probleme mit der Audioaufnahme hier von meinem Ton. Deswegen bitte ich dieses doch eh sehr magere Gespräch am Anfang jetzt zu entschuldigen. Ich hoffe, jetzt hat es sich einigermaßen beruhigt. Wir sind ja hier dabei, Case zu besiegen. Genau, den wir das letzte Mautstellenrennen gewonnen haben. Hoffe ich doch jetzt einfach mal, dass mein Laptop, der mein Gesabbel hier aufnimmt, jetzt nicht wieder der Meinung ist, oh, irgendein Prozess frisst jetzt einfach mal über ganz viele Minuten hinweg. Ja, das klingt doch gut, das sieht doch gut aus. Über ganz viele Minuten hinweg 95-98% der ganzen Systemressourcen und sorgt dann dafür, dass das Aufnahmeprogramm, das gute Audacity, einfach mal ruckelt und stockt bis ohne Ende. So dass quasi meine Stimme irgendwie überhaupt nicht aufgenommen wird. Halt. Ja, ganz schön schnell aufgeholt wieder. Ja genau, du kannst mich gerne anschieben, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber du darfst auch gerne hinter mir bleiben. Hätte mal ein bisschen auf die Bremse da vorne. Ach, Scheiße. So ausbrechen würde, wenn man um eine scharfe Kurve fährt, sich dann immer erstmal schön querstellt, dann wäre das gar nicht so das Problem. Ich verstehe sowieso nicht, warum man das tut. Sag nichts, sag einfach nichts. Hier, dieses Querstellen. Und schon hat sie mich. Wer hat denn nicht so schnell eingeholt? Ich verstehe das nicht. Muss wieder die Gummiband-KI sein hier.
weit weg von mir. Dass man den das Heck nicht rumziehen kann. Das war jetzt wieder pure Absicht vom Computer. Aber sieht gut aus. Geschafft. Drängst du mich ab, dräng ich dich ab. Ich dachte, ich schaff's nur, jeder in der Seite reinzufahren. Ah, falsch rum. Von oben nach unten jetzt geklappt. Langsamer da vorne, ey. Das hat doch funktioniert. Schön. Jetzt kriegst du noch einen Stempel auf der Brust. Sehr schön. So ein Abservier-Tattoo ist doch immer toll. Ich kann jetzt aus zwei Symbolen von Case wählen. Ene, mene, mu und raus bist du. Kostenlos aus dem Knast. Und einmal Reifen.
Hector Domingo, kurz Ming. Seine Stärke sind Radarfallen. Das ist Ming. Ist ganz stolz darauf, dass seine Kiste aussieht wie von der Stange. Er ist schnell und nimmt jede Radarfalle mit, die er erwischen kann. Ein echt guter Fahrer. Hat seinen Schlitten angeblich irgendeinem stinkreichen Kerl abgeknüpft. Fahr erst gegen ihn, wenn du bereit bist, okay? Schön. Was können wir denn jetzt hier aufrüsten? Leistung. Motor. Sehr schön. Super Pro. Oh, da muss ich erst Ronny ausschalten. Fast 30.000, ey. Das sind Preise. Echt? Man kann nur eine Sache aufrüsten? Okay. Na gut. Ja. Warum nicht? So. Kopfgeld. Oh, fehlt gar nicht mehr so viel. So, Meilensteine. Wir fangen mal wieder hier. Nagelbänder. 180. Der Kurve. Ach je. Hat aber geklappt. Ja, ganz knapp drüber. Hallo. Ich weiß, dass du da bist. Du scheinst es ernst zu meinen, wie du willst. Aber du musst wissen, dass du jetzt die Sonderbehandlung bekommst. Gesetze gelten für uns nicht mehr. Wir sehen uns dann. Oh, falls du dich fragst, woher ich deine Nummer habe, sagen wir mal so. Du hast nicht nur Freunde. Vor allem, wenn jemand seinen Wagen zurückhaben will. Schöne Nacht noch. Ja, gut, das habe ich jetzt zwei Leuten abgeknüpft, ne? So, dann machen wir noch den dritten Blitzer hier, 255. Zu langsam. Mist. Gleich nochmal.
den rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern. Jetzt hat sie geklappt. Gut. Und mit diesem schönen Erlebnis verabschiede ich mich ins nächste Video. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Ciao.